Hallo meine Lieben, herzlich willkommen in Jimmison. Hier ist der Opa Mario, der alte Sack von Holston TV. Und ich wünsche natürlich wie immer gute Unterhaltung. Wir befinden uns an der Loge, um unser zuletzt gefundenes, in Aquila gefundenes Artefakt abzugeben. Viel Spaß! Kraft aus dem Jenseits. Machen wir erstmal hier. Wir gucken Hey, erstmal wir hier. sind zurück. Ja, Unser siehste. neues Familienmitglied hat uns gerettet. Ist jemand verletzt? Du hast Cora aber nicht das Artefakt anfassen lassen, oder? Wir wissen nicht, welchen Effekt es auf Kinder hat. Entspann dich, alles gut. Also dann, stellen wir das Artefakt seinen Geschwistern vor. Nachdem wir jetzt kurz Zeit haben, wie geht es dir? Ich hab meinen Kaffee. Erlebnis und im Tempel hast du alle in der Loge ziemlich erschreckt. Ach so, wann war das? Welchen Tempel meinst du denn? Wir haben inzwischen vier Tempel hinter uns und du warst doch mit dabei. Jedes Mal beim Wiedereinsteigen ins Raumschiff. Ich fühle mich so mächtig. Ich fühle mich verwirrt. Ja, wieso? Warum es mich interessiert? Ja, jetzt erst. Mal überlegen. Ah, ja. Weil es nicht gerade täglich vorkommt, dass man einen mysteriösen Tempel entdeckt und darin irgendeine eigenartige Alien-Energie absorbiert. Es ist aber nicht das erste Mal. Hättest du mal früher schon mal fragen können. Okay. So. Ich fühle mich so mächtig. So. Das ist beunruhigend, aber wohl zu erwarten. Nach allem, was ich gehört habe, hat dein Körper eine fast nicht zu quantifizierende Menge einer uns völlig unbekannten Energie absorbiert. Ja, Platz muss man mal raus sehen. Wir haben es mit etwas zu tun, was der Wissenschaft völlig unbekannt ist. Ja. Wer weiß, wie sich das Erlebnis auf dich ausgewirkt hat. So. Okay. Gut. Freut mich, das zu hören. Der Tempel beweist, wir haben es mit Wesen unbekannter Herkunft ja, zu tun. Ja, das stimmt. Leider haben wir nicht den Hauch einer Ahnung, welche Absichten sie hegen und wohin sie verschwunden sind. Tja. Vielleicht. Genau das ist es ja. Ich fürchte, wir befinden uns fast völlig im Blindflug. Wir wissen im Moment nur eines mit Gewissheit. Wer auch immer die Artefakte erschaffen hat, hat auch den Tempel errichtet. Die Tempel. Alles andere ist Spekulation. Die. Dann können wir auch Theorien an die Wand schreiben und mit verbundenen Augen Pfeile darauf werfen. Jawohl, so. Ne? Ich hätte gedacht, du klingst schrecklich frustriert. Nach allem, was die Constellation weiß, hat vor dir noch nie ein Mensch so einen Tempel zu Gesicht bekommen. Ob das nun ein Glücksfall ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Tja, das weiß ich natürlich auch nicht, ja. Ich bin nicht frustriert, sondern fasziniert. Na, dann ist ja gut, dann lass uns eigentlich das Ding wegpacken. Überleg doch mal, da. Welche Bedeutung diese Forschungen haben. Allein welche Fragen sie aufwerfen. Ja, merken wir ja jetzt schon. Wurde dieses wundersame Bauwerk errichtet? Wann haben diese Wesen in unserem Universum gelebt? Sind sie da draußen noch irgendwo? Gut, jetzt können wir vielleicht. Die hört ja nicht auf, wir kriegen ja nicht. So, deshalb gibt's die. Ja, ganz genau. Jetzt verstehst du, warum wir dieses Rätsel unbedingt lösen müssen. Das verstehe ich schon von Anfang an. Lustig. Früher dachte ich, die Artefakte wären das Nonplusultra der wissenschaftlichen Entdeckung. Das große Geheimnis unserer Zeit. In meinen kühnsten Träumen hätte ich nicht gedacht, dass sie zu etwas so Gewaltigem führen. Ich hoffe nur, dass du das, was es auch ist, unbeschadet überstehst. Ja, okay, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch, ne? Flirten? Ich probiere mal. Flirten. Ist schon so, ich schwöre, ist schon so lange her, dass ich mal geflirtet habe. Ich probier mal. Natürlich bist du das. Ich meinte nur,
Die Kraft, die du erlangt hast. Ja. Alles rein wissenschaftlich, versteht sich. Natürlich. Weißt du, ich habe dich lange genug aufgehalten. Ah, siehst du? Ich kann nur versprechen, dass ich dich das nicht allein durchstehen lasse. Gut. Was auch geschieht, ich begleite dich und bin immer an deiner Seite. Versprochen. Prima. So, jetzt. Boah. Okay, aktivieren. Was genau schaffen wir hier? Es sondert keine Frequenz und kein Signal ab. Das hat nichts zu sagen. Cool. Das Ding könnte etwas ausstrahlen, das wir gar nicht messen können. Vielleicht bauen wir auch eine riesige Bombe, die explodiert, sobald sie fertig ist. Vielleicht ist es ein interstellares Kinderspielzeug. Was sollte dann das mit den Visionen und der Musik, die der Entdecker erlebt? Es ist eine Botschaft, ganz sicher. Hoffentlich finden wir es heraus. Also für mich sieht es aus, als wenn es eine Kugel wird. Absolut. Um nach vorne zu kommen, muss man manchmal im Dunkeln tappen. Und nicht so wie die oder wie die Ringe in den Tempeln. Ich glaube, Cora und ich brauchen mal eine kleine Pause. Aber sag Bescheid, wenn du mal wieder kooperieren willst. Ja, ja. Ach, und weil es immer mal wieder Thema ist. Ich und meine kleine Co-Pilotin gibt es nur als Team. Wenn ich auf dein Schiff komme, ist Cora auch dabei. Ist ja richtig, wo soll die Kleine denn sonst hin? So, erstmal. Ebenso. Du weißt, wo du uns findest. Lass die beiden sich erstmal ausruhen. Hast du kurz Zeit? Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Wer? Hallo. Wer hat gerufen? Die Stimme war. Hallo, Cora. Was liest du im Moment dazu? Walter. Das ist Walter Straut. Zugegeben, du hast mich überrascht. Ich dachte, du verschwindest, sobald du hast, was du willst, aber ich lag falsch. Gott sei Dank, ja. Ich plane eine kleine Soiree. Ganz allein. Das ist so wow. Wow. Es geht um ein Artefakt, das wir kaufen werden. Ganz einfach. Kaufen. Der Verkäufer ist ein Freelancer in Neon, das heißt... Höchstwahrscheinlich wurde das Artefakt irgendjemandem gestohlen. Wir sollten bei der Verhandlung etwas mehr Präsenz zeigen. Und da kommst du ins Spiel. Ja, so. Eigentlich solltest du wissen, dass in der Constellation alle für sowas zu haben sind. Sogar die Göre. Die Cloud? Es ist ein wenig ungewöhnlich, aber wir haben alle unsere Methoden. Meine besteht aus Connections und Kaufkraft. Du hast Knete. Warum also nicht? Du hast Knete. Wie sieht's aus? Ich muss bloß nach Neon kommen, dann reden wir mit ein paar Freelancern. Danach gebe ich dir einen aus. Na, das ist aber was. Okay, gut. Wenn ich... Dann auf ins Woli-System. Oh, ich bin schon aufgeregt. Weil doch, ich glaube, das ist doch der mit dem... Oder durch den, die Hauptquest ist, durch den kommen wir zum Superschiff bauen. Ja, aber dafür hast du die Ruhe weg, war dafür, dass es so eilig ist, ne? Redipex. Die Packs sind für mich mit das Wichtigste, was es gibt. Ich hoffe ja immer nur, dass sie mich nicht erwischen, wenn ich da über den Rasen latsche, ne? Kopfgeld würde ich nicht unbedingt haben. Der Großteil der Bürger hier in New Atlantis verlässt sich auf Reliant Medical. Unser Ruf spricht für sich. Na, ist ja okay, sagt ja keiner was. Ist aber keine deutsche Firma, ne? Willkommen bei Reliant. Wenn du medizinische Hilfe oder Medikamente benötigst, können wir dir sicher helfen. Ich hätte das
den Text ja als erstes gebracht. Also die ersten beiden seiner Texte hätte ich getauscht. Tja, dann bist du hier auf jeden Fall richtig. Tja, da bin ich aber froh. Hilfe. Hilfe. Buticha? Was? Buticha? Für 3 Meter. Für 3 Sekunden. Sauerstoff für 30 Sauerstoff für 3 Sekunden. 3 Minuten. Ich mache ihn jetzt verrückt. Entgifter. Na, habe ich sowas nicht schon? Nein. Die sind wichtig. Die sind ja ganz wichtig. Das habe ich schon, die habe ich schon ein paar Mal gebraucht. Heilpaste auch, ja. Herz nicht so. Der. Der auch. Medipack, jo. Für die kleine Heilung zwischendurch. Penicillin. Ja, Schlangenöl. Alles wegen dem Symbol jetzt. Oder Sachen mit Symbolen. Traumapack, ne. Ja. Also Sachen mit den Symbolen gegen Krankheiten, die man auf fremden Planeten kriegt. Ich hoffe, du bleibst gesund. Ja, ich auch. Ach, Emma. Kommt schön. Gut, Emma. Gut. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht. Und das macht mir eigentlich ein bisschen Sorgen. Ich weiß immer noch nicht, wo ich Andrea gelassen habe. Auf welchem Planeten die verschüttet gegangen ist. Ich weiß nur noch, ich hatte die ja mal mit. In einem Tempel. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob die von da aus wieder mit zurückgekommen ist oder nicht. Nicht, dass die meine Superkraft gegen Andrea getauscht haben. Obwohl, die anderen Superkräfte habe ich ja auch so gekriegt, ohne dass ich dafür einen opfern musste. Ach, ich habe es nicht leicht. Wo wollte ich denn hin? Ich wollte... Emma, wir gucken jetzt wegen Granata. Granatas brauchen wir, Granatas. Damit wir irgendwas zum Werfen haben. Für ein bisschen Action zwischendurch. Wo ist denn die Eisenbahn? Ich suche die jedes Mal. Jedes Mal so richtig. Ah, okay. Hier hättest du mit einsteigen können. Dann brauch noch Platz drin. Ach, die ist das. Die aus Aquila. Weil, wie gesagt, bitte nicht wundern, weil ich vergesse manchmal ziemlich schnell Sachen. Ich meine, ich hab mich zwar gefreut, dass sie da ist, aber wer sie noch ist, habe ich auch nicht mehr gewusst. Jetzt weiß ich natürlich wieder. Die ist dann auch Ranger. Das ist der Chef. Und Emily ist die wahrscheinlich für Billiglohn arbeitende Angestellte. Jedenfalls so, wie der immer tut. Sieh dich in Ruhe um. Ja, so, Werfbares. Granaten sind doch keine Ressourcen. Au. Tschüss. Schön, dass du da warst. Ich will dich nicht belästigen. Da ist er wieder. Ich brauche die Credits, um die Lieferungen vom letzten Monat zu bezahlen. Hast du sie schon wieder nicht bezahlt? Was bist du? Was? Wirklich? Hast du? War das nicht Teil der Auszahlung von letzter Woche? Emma, hast du gehört? Der hat immer die gleichen Probleme, ey. Der kriegt das nicht auf die Reihe, der Vogel. Ach, ich kann doch nicht. Das kann ich nicht auch noch machen, ne. So, komm mal, Emma.
machst du denn? Soll ich dir einen auf den Arsch klatschen oder was? Nee, lass mal lieber die Haut zurück. Die Haut zurück, so wie die aussah. Die Haut zurück. Da krieg ich halt auf die Fresse. Und dann ist Schluss mit lustig. Da spielen die Zähne Murmeln. Irgendwas zu melden? Nö, ich doch nicht. Nur so ein kleines Licht. Was, du hast wieder Tür offen gelassen? Die ganzen Fliegen da kommen noch rein, ey. Oder fängst du die weg vorher? Warte mal, hier ist doch auch noch ein paar Granaten. Ich bin ja... Klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich bin ja heiß auf Granaten. Wollen wir die? Hey, wie kann ich dir helfen? Ja, haha. Händler verkaufen. Ne, umgedreht. Kaufen. Ey. Werfbare Items. Nee, ich will keine Minen. Viel zu schwer. Ey, das ist doch meins. So ein Scheiß. Emma, halt durch. Du, wir werden noch eine ganze Weile zusammen sein. Vasco! Hallo. Ja, Captain. So. Weil den habe ich am liebsten. Eigentlich habe ich den ja immer am liebsten mit. Weil der kann was einstecken, aber auch austeilen. Und der ist nicht so schnell. Und der ist nicht so schnell.